Mm-hmm.
Josquin war der berühmteste Komponist der Renaissance. Diese Messe ist für 6 Stimmen und ein Renaissance-Vihuelist hat sie übertragen auf die Vihuela. Und als ich das erste Mal in Ungarn war, habe ich diese Übertragung in die Notenschrift gebracht und habe gesehen, dass er einige Sätze nicht übertragen hat. Die habe ich dann übertragen und das Ganze dann gefilmt, auch in der Keg-Templum da vorne.
the gospel horn. Thank you.
Ich spiele jetzt einen Marsch von ihm, der für mich persönlich immer etwas wie der Hollywood Santa Claus ist. Also nicht der aus Schumbate. Mit viel Trompeten. Dieses Gebet ist übrigens ein Double, eine Kopie des Einzugs der Priester aus Mozarts Zauberflöte. Es ist genau die gleiche Taktzahl wie seine. Thank you.
Die drei Weisen kamen aus drei unterschiedlichen Kulturen und haben unterschiedliche Geschenke mitgebracht. Manchmal ganz überraschende Dinge. Ich spiele jetzt ein Stück, das heißt Morgenstern. Das war ja der Stern von Bethlehem, dem sie gefolgt sind. Und habe dazu ein deutsches Morgenlied auf der Sitar verwendet. Thank you.
Thank you.
Der Mund von drei Komponisten. Thank you.
Die Geschichte erzählen, dann versteht man es besser. Ich sollte ein Konzert in Bangkok spielen und habe einen Freund gefragt, wo kann ich hingehen, in Ruhe üben, Land und Leute kennenlernen. Er sagt, Natur pur, musst du nach Phuket gehen, das ist der letzte Strand von dem Mallorca von Thailand. Und ich saß dann am Strand, über mir die Sterne. Rechts aus dem Hotel ertönte thailändische Folklore, Strangers in the Night. Auf der anderen Seite diese indonesische Dangdut-Musik. Money for nothing and chicks for free. Und das musste ich jetzt übertönen. So ist das Stück entstanden.